Player First Games. Moin moin, was geht? Und zwar, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Spiel. Und zwar zu einem Spiel von Warner Brothers, was viele von euch alten Nintendo-Fans freuen könnte. Und zwar das Spiel Multiverse. Ja, das zeige ich euch jetzt heute mal. Ist quasi ein Spiel wie früher Super Smash Bros., falls ihr das noch kennt, von der N64 kam das glaube ich zuerst raus. Dann kam ja Super Smash Melee und so weiter und so fort. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dann für die N64 und es ging glaube ich weiter bis zu Wii. Ich weiß nicht, ob bei der Wii U das auch noch kam und so ein Quatsch. Auf jeden Fall ist es so ein Spiel, was jetzt von Warner Bros. Rauskam mit den einzelnen Warner Bros. Charakteren. Es ist gerade in der Open Beta, ist kostenlos, kann sich jeder downloaden. Und was geil ist, es ist ein Cosplay-übergreifendes Spiel. Das heißt, du kannst mit deinem PC gegen einen Antrieb, der die PS4, PS5 hat oder eine Xbox 360, Xbox One, keine Ahnung was für Xbox ist, Xbox X-Series, X9000. So, ihr müsst das Einzige, was ihr machen müsst, wie gesagt, das Spiel downloaden, euch dann auf der Warner Brothers Game Seite einen Account machen und dann könnt ihr bei der offenen Beta mitspielen. Wie gesagt, das ist eine offene Beta, das Spiel, es hat noch seine Probleme und ich zeige euch jetzt mal das Tutorial, weil ich habe vorhin ein Match gespielt, habe nur die Tasten gespammt, wie ich es früher auch bei der YouTube gemacht habe und ich habe gewonnen. aber jetzt gucken wir uns mal das Tutorial an und ja, dann nochmal ein In-Game-Spiel. So, Eingangstutorial. Willkommen hier. Bringen wir dir alle Grundlagen der Prügelei im Multi-Universum bei. Sehen wir uns die Grundlagen des Kampfes an, beginnen wir mit der Bewegung. Du kannst deine Steuerung jederzeit im einzelnen Menü ändern. Nach rechts bewegen. Kriegen wir hin. Nach links kriegen wir auch hin. Nach oben und nach unten kriegen wir auch hin. Sprung. Hoher Sprung kriegen wir auch hin. Doppelsprung kriegen wir auch hin. Wuhu! Ausweichen kann genutzt werden, um sich schnell zu bewegen. Verstanden. Warte mal. Ausweichen. Warte mal. Rechts. Rechts. Links. So. Zack. Haben wir auch geschafft. Luft ausweichen. Wenn du in der Luft bist, kannst du. Ja, okay. Ja, ja. Machen wir mal. Ah. Zack. 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 Ist doch gar kein Problem. Angriffe. Angriffe sind die Grundlagen deines Schlagwerkzeugkastens. Neutraler Boden. Easy. Haben wir auch. Dein Charakter hat außerdem Speziale. Ich glaube, es sind so Special Fähigkeiten. Diese Mächte. Diese sind Mächte. Ja. Okay. Ich habe einen Burger in der Hand. Sandwich. So. Super Saiyan Modus hier. Achso, ich muss es wahrscheinlich machen. So. Gegner vom Bildschirm zu werfen, ist der Schlüssel zum Sieg. Gut, das kennen wir von früher, genau. Jetzt gucken wir mal, was wir... Ja, okay, das schaffen. Das war easy, natürlich ist das im echten Spiel nicht so einfach. Unter jedem Charakter ist eine Nummer, die dir anzeigt, wie viel Schaden er erhalten hat. Je höher die Schadensnummer, desto weiter wird der Charakter beim Treffer zurückgestoßen. Auch das kennen wir. Noch von früher. Zack, geht er weg, ist er weg vom Fenster. Kombo-Angriffe können wiederholt werden. Kombo-Angriffe. Okay, aufladen. Okay. Schau mal drauf. Okay.
Ein Sandwich, okay. Wirf das Sandwich. Hier. Was ist das? Alle Charaktere sind teamfähig. Zum Beispiel kann Wonder Woman Special nach unten. Okay, das ist ja verbunden. Okay. 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 Ich hab den Hund nicht so gut alleine gelassen. So. Scheiße. Ich nutze die Rebounce da. Wii, ich sag die ganze Wii. Lauf nicht so schnell weg, du Arschloch. Hä, wie geht das? Ich check sie. Muss ich ja loslassen? Ich versteh's nicht! Okay, okay, ich muss es. So, ich hab's! Scheiße. Verbündete. Okay. Spring von der Kante. Okay. Ich treff sie nicht. Mann, bin ich denn so dumm? Dumme. Ich hab sie getroffen. Mein Gott, die zu treffen da draußen, ey. Achso. Durchfahren. Ja, hab ich doch. Hä? Okay, keine Ahnung, warum sich vom ersten Mal schon angenommen hat. Okay. Nutze Sprünge, Luftausweichen und Luftangriffe um alle. So. Ja, what the fuck? Ich bin so schlecht im Spiel. Okay, zack. Zack. Über was du gelernt hast im Kampf. Okay, let's go. Oh nein. Dumme Kuh. So, haben wir sie eliminiert. Freigeschaltet neue Charakter. Wonder Woman. Ich habe sie freigeschaltet. Da wird sich meine Freundin noch freuen. Ja, gut, wir brauchen nicht weitere Tutorials ansehen. Ich denke, das reicht. Gehen wir mal einen richtigen Kampf nochmal online. Den zeige ich euch auch nochmal. Wir haben auch schon Tutorials, ich sage euch ehrlich. So. Machen wir doch. Gehen wir so. Und jetzt sehen wir hier schon, was wir machen können. Also wir können natürlich gegen Bots spielen. Es gibt sogar eine Rangliste hier oben. Die ist aber, ich glaube, die kann man erst ab einem gewissen Level schaffen. Oder erst ist noch nicht frei. Ich weiß noch nicht. Also momentan kann man gegen Bots und gegen normale Leute spielen online. In einem 1-on-1, in einem Team. Koop vs. KI. Und was gibt's noch? Allgemeiner Wettbewerb. Vielspieler-Chaos in diesem Party-Modus. Den können wir uns auch nochmal angucken. Das ist dann richtig. Boah, bam, bam, bam. Ja. Wir machen aber mal ein 1-on-1. So. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Charakter, die es alle gibt. Achso. Ah, scheiße, jetzt bin ich rausgegangen. So. So. Jetzt, also, es gibt
Ihr seht schon, halt alle vom Warner Bros. Warner Brothers. Universen. Also Shaggy gibt's, Batman. Und DC sogar. Taz, Garnett. Ihr seht auch dann immer unten, was für ein Universe der zugehört. Jake, Finn, Ivar Stark, Harley Quinn. LeBron James, den will ich haben. Ich sag euch ehrlich so, wie es ist. LeBron James brauche ich. Zufällig haben wir dann noch. Dann haben wir Tom und Jerry, Bugs Bunny, Velma, Wen Hunt mit seinem komischen Lasso, was ich immer nicht verstehe. Steven Universe, der Giant aus dem All, Superman und Wonder Woman. Und wir nehmen jetzt mal Superman. So, jetzt haben wir dann hier noch solche komischen Dinger, die wir aber ja, scheiß drauf. Wir spielen einfach. Let's go. Superman mit der Locke. Und da haben wir auch schon ein Match gefunden. Das Ziel ist es, zweimal einen von der. Ja, und jetzt spielen wir gegen Batman. Superman gegen Batman. Los geht's. Ich hab mich zum Ausrüsten. Geht nichts. Lass uns starten. Gulmeri. Mit Batman gegen mich. Superman. Let's go. You versus me again, Clark. Fixer. Haven't we done this enough before? Er ist gut, er kann das. Er hat es gelernt. Er hat das studiert, das Spiel. Das Arschloch. Nicht mit mir. Hier, flieg raus, du Arschloch. Not today. Er überlebt. Geh jetzt weg, du dummes Mastschwein. Oh, ich bin rausgeflogen. Ich weiß es nicht. Er hat mich so gepannt. Jetzt hau endlich ab da, Schwanz. Er weicht aus die ganze Zeit. Ich mach dich auch alles Platz. Nein! Nein! Ich werde auch nicht verlieren! Stirb, du dumme Mastsau! Du kleines, fettes Arschloch! Ein enges Duell. That's your king. Stirb! Er rettet sie. Nein! Wo ist er hin? Warum habe ich verloren? Ja, verloren. I have to admit, I was a little worried Clark had that one. Play again? Ich finde auch einen. Let's go! Gib mich auf! Oh, Mann. Jetzt reicht's. Choose your character. Jetzt sind wir mal einen anderen Charakter. Sind wir mal. Komm, jetzt sind wir Wonder Woman. The Amazons are the bridge to a greater understanding between all. So ein Arschloch. Er bleibt bei Batman. Die haben gechanged da. Anstrengend. Prepare yourself. Das
So, how can let's I go. Prove myself against such inferior foes? Oh, oh. Oh, also Wonder Woman ist komisch zu spielen. Er verkackt. Das Auto saved ihn. Drecksauto da. Ja, noch in Batman. Heimatfeld. I'm gone. Jetzt los. Match point. Red team. Nothing will stop me this time. Mann, der geht mir auf den Sack, der Typ. Charging. Let's go. Blue team. I've still got work to do. Das ist jetzt voll im Vorteil. Kämpfe wie. Er saved sich jedes Mal, das du machst, Schwein. Rein, Idiot. Scheiße. Undefeat. Ja, auf jeden Fall, das war's. Also es hat Rage-Potenzial, aber ich sage, wie ich das Spiel ist geil. Ich könnte es auch auf jeden Fall öfter spielen. Gefällt mir richtig. Brawler für alle Konsolen. Ich denke, das ist das, was jeder oder was viele sich gewünscht haben seit langer Zeit. Wie gesagt, ist noch eine Open Beta und jetzt habe ich das Spiel anscheinend aufgegangen. Deswegen egal. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen und ja, nachher geht es dann auch mit irgendeinem Sportspiel weiter. Tschüss! Das Flaschen schließen wir. Ja.